von der Art. Okay. Deswegen gibt es solche komischen, absurden Namen wie eben den Großklein oder Lüttenklein. Aber es eigentlich heißt es nur, dass dort ein großer bzw. ein kleiner Ahornwald gestanden hat, ursprünglich. Und komplett saniert. Und damit natürlich auch mit dieser Quote steigt natürlich auch der Lichtspiegel. Und somit muss sich Rostock auch rühmen, die zweiteuerste Stadt in Ostdeutschland zu sein. Da ist der größte Park in Rostock. Der ist anlässlich zur Weltausstellung, zur Gartenweltausstellung im 2002 errichtet worden. Und ist mittlerweile ein sehr beliebter Ausflugspunkt für die Rostocker. Und durch die Messehalle und durch die Hallen, die errichtet wurden, die könnt ihr auf der rechten Seite nachher sehen oder gleich sehen, finden auch viele Konzerte und ähnliche statt. Also es ist schon ein Magnet geworden. Natürlich ist der Liga-Park teurer geworden, das ursprünglich gedacht. Das sind bei allen Baumaßnahmen so. Aber es gibt überall Sachen, die man toll entdecken kann. Es gibt überall Sportmöglichkeiten aufgebaut. Eben der heimische ansässige Gartenbau repräsentiert, genauso wie der internationale, chinesische, tunesische und so weiter und so fort. Und auch gerade als Werbefläche war der Liga-Park, also war hier die Liga. Ich habe das 2002 natürlich hervorragend geeignet, um Rostock mal zu präsentieren, um sich der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Hier auf der linken Seite sehen Sie auch die Renaturierungsmaßnahmen dieses Gebietes. So ungefähr sah es im ganzen Gebiet von Rostock bis nach Warnemünde aus. Also überall Feuchtmoore und eher solche Niederungen. Also eher alles feucht gewesen. Deswegen auch Probleme mit dem Plattenbauten und den Bauten, die nicht ganz bis Warnemünde gekommen sind. Hier in diesem Gebiet eben zwischen Schwaben und Großglein wurde eben sehr viel renaturiert und sehr viel zurückgebaut. Und eben einen naturbelassenen Park zu haben für die Leute hier, die sich wirklich erholen können und schnell in der Natur sind. Eine Spezialität des Liga-Parks ist auch, dass jetzt zum ersten Mal einen Strand gibt, der dann die Warnow führt. Also man kann jetzt in der Warnow wirklich baden, hat ein tolles Strandgefühl wie an der Copacabana, ähnlich wie in Warnemünde. Sie auch den schönsten Strand wird haben, weltweit. Aber hier ist auch in der Warnow baden und ganz gut liegen lassen. Ich werde sie nachher auch noch. So, jetzt hier wir kommen jetzt zum Traditionsschiff. Also wir halten hier, glaube ich, nicht an mehr jetzt, war nicht so angedacht, aber Sie können aufsteigen, wenn Sie es wollen, wenn Sie das Traditionsschiff angucken möchten. Das Traditionsschiff, was die ehemalige MS Dresden und beherbergt heutzutage die Schiffsbau und die generelle maritime Ausstellung, die gesamte maritime Ausstellung Rostocks. Wir können also eine Schiffbau und eine Schiffsausstellung, eine generelle Schiffsausstellung auf einem Schiff begutachten. Die steht hier seit 1970. Es ist hier, das heißt heute Typ Frieden und war die erste ihrer Baureihe und wurde auch in Rostock gebaut, in der Warnow-Werft übrigens. Da sehen wir es jetzt gerade, wir kommen noch zu. Jetzt ist die linke Hand. Und rechts, wenn wir gleich vorbeikommen, also jetzt ist der Warnow-Strand und geradezu ist eine wunderbar imposante Statue des Meeresgottes Neptun. Die Dame, die Dreizack. Sehr schön. Da sehen Sie noch die anderen ganzen Schiffe. Hier sind die Fährverbindung von den Scantlines. Ohne noch mal genau hin, hat hier auch ihren Hauptsitz in Rostock. Sie diskutieren gerade darüber, ob sie den Hauptsitz wieder verlegen. Wieder in den Westen nach Kiel hin oder ob sie in Rostock bleiben. Das ist alles auch sehr, sehr unentschieden im Moment. Aber noch sind sie hier und bieten eben die Möglichkeit von Rostock aus in den gesamten Ostseeraum schnell zu kommen. Also nach Schweden, nach Norwegen, Finnland zum Beispiel verbinden wir. Also in Finnland haben wir eine Luftkissenfähre und die ist ungefähr in 5 Stunden ist in Finnland. Also eine enorme Zeit und das ist eines der schnellsten Fährschiffe überhaupt. Die liegt hier irgendwie? Ja, die liegt hier. Da ist auch unterwegs gerade nach Finnland. Ist ja nicht hier TT-Line, fährt man hier auch ab.
Und vor allen Dingen neben, in der Nebensaison kann man unheimlich billig danach nach Dänemark, nach Geta fahren, zum Beispiel für 7 Euro. Also als ganz normaler Fußgänger mit dem Fahrrad. Das fand ich ganz wunderbar für so einen Wochenendausflug mal oder einen Tagesausflug. Wenn man auch die See will. Da sehen Sie auch die Außenausstellung nochmal des Schifffahrtsmuseums. Hier vom Einbaum bis zum großen Kahn. Hier werden jetzt so Einbäume oder kleine Schiffe erstmal. Da soll eine Werkstatt hergestellt, damit man das nachvollziehen kann. Und hier dieser gigantische Schornstein, den Sie da drüben sehen, ist ein Kühlturm. Und zwar nicht von einem Atomkraftwerk, sondern von einem Braunkohlekraftwerk. Das ist ein sehr modernes, weil das der ersten großen Baumaßnahmen nach der Wende mit. Und ist heute irgendwie Wahrzeichen, eher unfreiwillig als freiwillig, aber mittlerweile eines der Wahrzeichen Rostocks, weil es überall sichtbar ist, einfach sehr präsent. Vielleicht mal ein paar Worte zur Geschichte dieses Parks auch. Eigentlich war dieses Gebiet immer schon angedacht worden, das Park ähnlich zu lösen, dass man hier eine Erholungsfläche hat, aber das wurde nie ganz umgestaltet. Deswegen Dank an die IGA, dass man jetzt so einen Park hat. Sehen auch hier die Pavillons der Nation. Nochmal hier ist der chinesische, was wir jetzt erkennen. Dann kommt Tunesien noch aus Nordafrika. Noch einige weitere. Moment, das sieht auch ein Zirkus hier. Also wir sehen, es ist angenommene Fläche und Veranstaltungsort geworden in Rostock. Erstmal etwas skeptisch, wie alle die Mecklenburger nun mal so sind. Erstmal ein bisschen verschlossener und skeptisch dagegenüber. Im Moment haben sie lieb gewonnen und respektieren ihren Park auch. Es war nicht angedacht, zu DDR-Zeiten hier auf diesem Gebiet einen sogenannten Pionierpark zu machen. Also ähnlich wie die Pionierrepublik, die in Berlin entstanden ist oder bei Berlin. Sollte es hier auch sein mit einer richtigen Eisenbahn, mit einer Pioniereisenbahn, die durch den Park laufen sollte, und. Aber an finanziellen Mitteln ist das dann gescheitert, das Projekt. Nach der Wende hat man angedacht, hier vielleicht ein World Trade Center zu errichten, wo jede größere Stadt so etwas natürlich braucht, so ein internationales Handelszentrum. Da ist auch nichts draus geworden, weil man dann noch diese Park-Idee weiterverfolgt hat. Und deswegen haben wir heute jetzt diesen schönen Liga-Park. Einen weiteren Veranstaltungspunkt und eine touristische Sehenswürdigkeit auf jeden Fall in Rostock. Liebe Gäste, der Shuttlebus ist jetzt angekommen. Damen und Herren, bei City Tour Rostock. Ich bin Ihr Reiseleiter jetzt.